Aber wie wäre das eigentlich? Offensichtlich waren die Termine ja relativ gut zusammen. Das Oberverwaltungsgericht hat ja signalisiert, dass sie im Oktober noch entscheiden werden. Es kann ja dann natürlich auch sein, dass wir dann relativ schnell in Dortmund die Wahlen von 2009 wiederholen müssen. Ich glaube zwar nicht daran, weil ich nach wie vor der Ansicht bin, dass das erstinstanzliche Urteil. Wenn wir Bohnen essen, dann bleiben wir zu Hause.